Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit euch die Monatslegung Sternzeichen Fisch 2021 mit euch teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Leute, verzeiht meine Stimme. Ich habe angefangen ein bisschen zu kränkeln durch das viele Reden, durch auch die Ventilatoren, die ich hier zu Hause anhabe. Es ist eine Bullenhitze. Habt ein bisschen Verständnis, okay? Wichtig ist, dass euch die Messages erreichen, egal ob meine Stimme rau ist oder nicht, ja? Und wichtig ist einfach nur, dass ihr diesen Monat Juni wirklich so gut es geht leben könnt. Die schönste Nachricht, die ich eigentlich hier am Schluss hatte, heißt, halte an deiner Vision fest. Warum bedeutet diese energetische Karte, halte an deiner Vision fest? Einfach aus dem Grund, Fische, weil viele von euch in einem Transformationsprozess sind, in einem Entwicklungsprozess, in einem Trennungsprozess, in einem Lösung-Lernprozess. Ich weiß, dass viele es nicht mehr hören können, aber das ist Leben. Wir alle dürfen transformieren. Wir alle dürfen Veränderungen, die vom Schicksal gekommen sind oder kommen, annehmen. Okay? Wir haben hier schon mal die Karte des Turmes. Die Karte des Turmes ist für viele Leute eine negative Karte. Für mich ist es was Schönes, weil die Karte des Turmes ermahnt euch oder zeigt euch auf, was in deinem Leben nicht mehr richtig und wichtig ist, was deine Krisen und Blockaden sind, wann du immer an deine Grenzen kommst oder weshalb du immer an deine Grenzen kommst, wenn du ein bisschen feinfühlig bist, wenn du ein bisschen auf die Zeichen hörst, okay? Ich will dir sagen, dass der Monat Juni anfängt für viele von euch Glaubensrichtung, Geschlechtsorientierung, situationsabhängig, okay? Das heißt, wenn du in einer Energie bist, wo du sagst, ich will mich von meinem Partner trennen, ich möchte einen neuen Job, ich möchte meine Gesundheit regenerieren, ich möchte mir endlich ein Eis kaufen, ich möchte ein neues Auto haben, ich möchte mir die Brüste operieren lassen, ich möchte ein Facelifting machen, ja, ich möchte ein Fernstudium machen, ganz egal, was in deinem Leben dein Wunsch ist. Okay? Ihr wisst, dass ich euch in meinen Videos nicht Millionen Beispielen sagen werde, weil dafür gibt es die private Legungen, dafür gibt es mit mir zielorientierte Therapien. Okay? Diese Monatslegungen sind einfach nur ein kleiner Einblick in dem Ganzen, was kommen wird. Okay? Also hier sagt das Tarot dir klar und deutlich, viele von euch werden eine Veränderung durchleben müssen, das heißt, das Alte zurückzulassen, damit was Neues beginnen kann. Wenn es darum geht, einen Partner zurückzulassen, nehme es an. Okay, nehme es an. Warum? Weil wir haben hier einen Moment der Reflexion. Wir haben hier dritte Personen, die sich einmischen. Es kann aber auch dein Ego sein. Ja? Dein Ego, dass du nicht in die Erkenntnis kommen möchtest. Vielleicht zweifelst du auch manchmal. Vielleicht bist du auch manchmal sehr unsicher. Ja? Vielleicht kostet dich es ein bisschen, die Situationen zu verändern. Wir haben hier Trennungen, wir haben hier Kündigungen, wir haben Scheidungen, wir haben hier Neubeginne. Okay? Singles unter euch, ihr werdet jemand Neues kennenlernen. Ja, es kommt ein Ex-Partner nochmal ins Leben zurück, sofern er nicht schon gekommen ist oder sie. Du hast die Möglichkeit via Internet oder via einer Reise, sofern es bei dir möglich ist, ja, jemanden Neues kennenzulernen oder auch deinen Ex zu besuchen. Es wird eine Beziehung, die neu aufleben kann, die sehr schön leben kann. Warum? Weil das Rad des Schicksals sagt, sobald du aus dieser Krise, Depression rauskommst, sobald du den Mut hast, was Neues zu beginnen, steht das Rad des Schicksals sofort schon vor der Tür. Es ist in deiner Zukunftslinie. Ja? Das heißt, die Wunscherfüllung, nicht nur Familie, Freunde, Kinder, bla bla bla, nein, sondern deine Wünsche können sich dir erfüllen. Die Güte wird kommen. Ja? Hab ein gutes Urteilvermögen mit dir. Sei ein bisschen barmherziger. Genieße das Leben und die Freude. Auch in der Liebe. In der Liebe Singles, du kannst viel erleben. Ich werde bald die neue Single-Serie starten, okay? Wo ich euch mehr sagen werde. Fische, hier geht es darum, wir reden auch von Schwangerschaften, wir reden auch von Fehlgeburten, aufpassen, Leute, die ihr schwanger seid und emotional, körperlich sehr beladen seid, aufpassen, dass diese Schwangerschaft gut beruht, ja? Ihr dürft in eurer Ruhe bleiben, ihr dürft endlich in der Weisheit bleiben, ihr dürft Entscheidungen aus dem Herzen treffen, meditieren, in euch kehren, diesen Lernprozess anzunehmen. Das Alte darf jetzt endlich gehen, damit du wirklich frei bist. Auch Prägungen aus der Vergangenheit. Es kommen hier Nachrichten auf euch zu, Messages, Briefe, Telefonate, Veränderungen, die jetzt im richtigen Moment kommen, Veränderungen in der Liebe, viel Sexualität für den einen oder anderen, ja, ohne Verpflichtungen, Stabilität, Kraft, also Lotteriegewinne für den einen von anderen, ja, Geld, Quellen, die auf einmal aufblühen werden, aus welchen Gründen auch immer, Arbeitsprozesse, die sich wieder neu entwickeln, wo du wieder Lebensfreude in dem Job kriegst. Klar haben wir auch Kündigungen im Job, klar haben wir auch Falschheiten im Job. Aber die ihr noch keinen Job habt, ihr werdet neu aufblühen in einem neuen Job, der vielleicht was weiter weg ist, der vielleicht auch ein bisschen beeinflusst ist, ja, von deiner Motivation, gegeben durch eine Frau oder einen Familienbetrieb. Bleib in deiner Ruhe, wenn du arbeitssuchend bist. Im Monat Juni steht es und fällt es mit deinen Gedanken. Hab also Kopf, Geist, Körper und Seele im Einklang. Komm aus dieser rationalen, mentalen Seite raus. Geh mehr in die Empathie, geh mehr in das Herzen rein, geh mehr in das Wohlfühlambiente rein, mehr ins Vertrauen. Halte an deiner Vision fest, egal in welcher Lebenssituation.
Okay? Wir haben hier Fernbeziehungen, die, je nachdem, was in deinem Land möglich ist, sich treffen können, wo eine Schwangerschaft daraus resultieren kann. Okay, aufpassen. Wir reden hier auch von Muttergefühlen. Wir reden hier nach dem Wunsch von einer Schwangerschaft auf jeden Fall. Wir reden auch über Kinder. Kinder, die vielleicht krank sind. Kinder, die vielleicht mehr deine Aufmerksamkeit brauchen. Oder Kinder, die du unbedingt sehen möchtest. Wir haben hier ein Thema Familie und Kinder, aber vor allen Dingen was Mütterliches. Ja, was Feminines. Also bleibe wirklich da in deiner Energie. Dreiecksbeziehungen stehen vor einer großen Prüfung. Einige werdet ihr euch trennen, das ist klar, weil du einfach nicht mehr so leben möchtest oder diese Dreiecksbeziehung möchte nicht mehr so leben. Ja, dich nur stundenweise zu sehen, immer nur abhängig zu sein, nicht zu wissen, wann man sich sieht, nicht zu wissen, wie es weitergeht. Also Dreiecksbeziehungen stehen vor einer großen Frage, bleiben oder gehen. Also hier ist das noch nicht ganz sicher für viele von euch. Ihr werdet erstmal noch ein bisschen weitermachen, bis das ihr zur Erkenntnis kommt und sagt, nein, mir reicht es, ich möchte jetzt gehen. Ich möchte das so nicht mehr. Aufpassen, dass in dieser Dreiecksbeziehung keine Schwangerschaft entsteht. Okay? Du hast das Potenzial, ja, du hast das Potenzial, dich zu verlieben. Du hast das Potenzial, einen Ex kennenzulernen. Du hast das Potenzial, aus dieser Dreieckskiste eine dauerhafte Beziehung zu machen oder dich zu trennen. Du hast das Potenzial im Hier und im Jetzt. Im Monat Juni, ja, eine Entscheidung zu treffen, die zu deinem höchsten Wohle steht. Du stehst zwei Schritte davor, den Erfolg zu kriegen, im Beruf, in den Finanzen, in der Gesundheit, in der Familie, in der Liebe vor allen Dingen. Reagiere intelligent, entscheide intelligent, nehme diesen Umzug, diese Reise, diese Veränderung, ja, egal warum es kommen wird oder egal warum du daran denkst, an, es wird nur zu deinem Gunsten sein. Probleme dürfen überholt werden. Auch in der Gesundheit, Leute, ja, wir haben viele, die eine Krankheit nochmal wieder erleben durch die Vergangenheit. Wir haben nochmal Menschen, die auch wieder gesund werden. Hast du eine Erkrankung, eine Erschöpfung, ein Gebrechen aus der Vergangenheit, was eigentlich schon geheilt war? Aufpassen, dass der Monat Juni aus welchen Gründen auch immer dich nicht noch kränker machen lässt oder diese Diagnose nicht nochmal ausbricht, weil du einfach nicht dich ausgeruht hast, weil du nicht die richtige Therapie hattest oder weil das emotionale Feld dich ein bisschen geschwächt hat, damit diese Krankheit wieder ausbricht. Ja? Wir haben aber auch Verbesserungen. Ich sage es euch immer wieder, Kuranträge, Reha-Anträge, ja, künstliche Befruchtungen, alles, was mit Gesundheit zu tun hat. Geh zum Arzt, wenn du Kopfschmerzen hast. Geh zum Arzt, wenn dir die Eierstöcke schmerzen. Geh zum Arzt, wenn du eine Brustvergrößerung haben möchtest, ja, weil es dir psychisch einfach nicht gut tut, mit diesen kleinen oder großen Brüsten zu leben, ja. Geh zum Schönheitsoperationstypen da, zum Chirurgen, wenn du das unbedingt willst. Leute, ist alles in eurem Ermessen. Ihr dürft entscheiden, was ihr wollt, wie ihr leben wollt, solange ihr keinem schadet und euch auch nicht selber schadet. Also auch Dreiecksbeziehungen stehen ein bisschen hier auf der Kippe, ja. Und Partnerschaften haben wir hier natürlich auch Trennungen, obwohl Kinder mit im Spiel sind. Einige werdet ihr schwanger durch einen Arbeitskollegen, ja, einige werdet ihr schwanger durch eine Dreiecksbeziehung, durch eine Fernbeziehung, aber auch in der Partnerschaft. Also es gibt hier Schwangerschaften auf jeden Fall, Leute. Ja. Das Wichtigste aber, dass du lernst, dass ein Transformationsprozess eine Zeit braucht. Dass auch eine klare Entscheidung eine Zeit braucht. Wenn du noch nicht den Mut hast, auf der Arbeit Grenzen zu setzen, wenn du noch nicht den Mut hast, auf der Arbeit zu sagen, hör mal, ich habe eine Gehaltserhöhung verdient. Wenn du noch nicht den Mut hast, zu dir selber zu finden, nutze diese Zeit. Der Monat Juni ist die Zeit der Reflexion, der Erkenntnis, ja, des Prozesses anzukurbeln, auch mal alles zu hinterfragen, dein Urteilsvermögen noch mal neu unter die Lupe zu nehmen, ja. Wie reagiert dein Gegenüber? Urteilsvermögen ist ein Gespür, ja, das du haben musst, was richtig und was falsch ist. Vertraue auf dein Urteil. Okay, wenn du spürst, dass dir etwas nicht gut tut, wenn du spürst, dass dein Partner dich betrügt, wenn du spürst, dass du mit deinem Partner wieder eine nähere Bindung haben möchtest, dann bitte ihn oder sie auch mit dir zu reden. Nimm alles unter dem Augenschein, was in deinem Leben ist. Lerne auf deine Intuition zu hören, in allen Lebensbereichen, ja. Entwickle eine gute Intuition. Entwickle zwischen gut und böse zu unterscheiden. Entwickle auch, wann du Ruhe brauchst und wann nicht. Entwickle das Gespür einfach für dein Sein. Dann wirst du dich sicher, glücklicher, gestärkter fühlen und viel klarer sehen können. Das Universum bietet dir im Monat Juni eine tolle Energiefische. Okay? Aber überdenke den Plan deines Lebens, den du jetzt hattest. Weil für viele kommt der Zusammenbruch, kommt die Trennung, kommt aber auch eine Veränderung vom Schicksal, die nötig ist. Bleibe in deiner Ruhe, in deiner Sicherheit, verbinde dich mit Meditationen, mit der geistigen Welt auch. Ja? Partnerschaften, wie gesagt, es kommt hier eine schöne Veränderung. Ihr werdet vielleicht auch eine gemeinsame Reise machen, wo ihr zusammenzieht. Auch wenn ihr 30 Jahre zusammen seid, ja, wenn ihr merkt, es geht gar nicht mehr, auch wenn Kinder, Enkelkinder da sind, dann geht diesen Weg alleine, ja. Aber im Großen und Ganzen habe ich hier einige Höhen und Tiefen in der Partnerschaft, viel Sexualität für einige von euch, ja. Genießt es so, wie es euch glücklich macht.
Genießt das Leben. Ich finde an allem Freude in meinem Leben. Das sollte das Hauptmotto sein. Ich habe keine Angst vor Veränderungen. Ich lebe die Veränderung. Ich nehme die Veränderung an. Ja? Arbeitssuchende, es kommt ein Job, habe ich vorhin schon gesagt. Auf der Arbeit nimmt ein bisschen das Ruder in die Hand. Nimmt ein bisschen auch Gespräche an. Seid auch mehr empathischer und helft auch Arbeitskollegen oder euren Kindern eine Ausbildung zu finden. Ja? Einen neuen Werdegang zu gehen. Traust du dich mit 50 Jahren noch ein Fernstudium zu machen, dann mache es. Du hast alle Optionen offen, egal in welcher Hinsicht, aber dafür musst du aus deinem Schneckenhaus rauskommen, dafür musst du dich von Energien lösen, von Konflikten lösen, Glaubensrichtungen, Kränzchen, Prägungen, Partnern womöglich auch. Sobald du dich trennst von das, was dir nicht gut tut, sobald du den Weg öffnest für das Neue, kommt das Rad des Schicksals, ja, und sagt, es ist die Zeit, eine tolle Veränderung zu leben. Es ist die Zeit, frohen Mutes nach vorne zu schreiten. Es ist die Zeit, deine Weisheit, deine Intelligenz, deine ganze Schönheit, dein inneres Licht zu leben. Ja? Es ist die Zeit, an seiner Vision festzuhalten, damit hier das Schicksal positiv zu deinen Gunsten agieren kann. Egal wie schwer der Monat Juni dir auch erscheinen mag. Egal wie viel Angst du hast. Ja? Fürchte dich nicht, genieße diese Transformation, genieße dieses Leben, genieße dieses Wohlfühlambiente. Genieße, dass die geistige Welt dir sagt, jetzt oder nie, Fische. Okay, kommt wirklich in eine Energie rein, dass egal was ihr durchmacht, ja, es nur besser sein kann. Warum war ich so dumm und habe das und das gemacht? Ja? Warum bestehe ich immer darauf? Warum kann ich nicht diskutieren? Warum, egal was es ist, hinterfrage alles. Und wenn du dir eine Antwort hast, weil die Antwort liegt nur in dir, denk dran, kein Blatt von dieser Welt, ja, von dieser terrenalen Ebene fällt von einem Baum ohne das göttliche Zutun. Okay, alles, was wir haben, alles, wonach wir leben, alles, wonach wir uns sehen, alles, nach dem wir streben, hat einen göttlichen Plan. Also vertraue auf die geistige Welt, öffne dich auch mehr deiner Intuition, aber vor allen Dingen finde das wahre Glück, das Schicksal liegt auf deiner Seite, aber beginne endlich, ja, aus diesem Loch rauszukommen. Habe keine Furcht, Konflikte aus der Empathie, aus der Liebe zu dir selber anzugehen, ohne zu streiten, ja, aus der Ruhe heraus, aber wirklich nicht mehr schwammig zu sein, sondern endlich eine Entscheidung zu treffen, die nur zu deinem höchsten Wohle ist. Okay? Leute, ich wünsche euch alles Liebe. Danke, dass ihr heute dabei wart. Drückt meinen Kanal ein Like. Es kostet euch nichts, einfach mal ein Like zu hinterlassen. Okay, Leute, abonniert meinen Kanal, teilt meinen Kanal. Herzlichen Dank an alle, die ihr schon seit langer Zeit dabei seid und herzlichen Dank an alle Neuen. Schaut euch eure Aszendenten an, alte Videos von mir. Diese Nachricht ist für dich. Liebesvideos, egal was es ist, stöbert durch meinen Kanal durch, auch in den Live-Chats, herzlich willkommen. Willst du eine zielorientierte Therapie, möchtest du eine private Legung haben, schreib mich an per WhatsApp und ich bin gern bereit, dir in einer privaten Legung das zu geben, ja, was das Tarot dir gerade sagen möchte. Okay, also ran an das Leben, Leute, es wird ein toller Monat, egal wie holprig, aber komm aus dieser Blockade raus, komm aus diesem Rückzug raus, komm aus dieser Distanz raus. Und löse dich von allem, was nicht mehr gut und richtig für dich ist. Okay? Fisch, ich wünsche dir alles Liebe. Wir hören uns. Bye.